Moin, hallo und willkommen zurück zu Malta mit Porsche. Ich lege mich mal gerade ins Bett. Ist schon wieder spät jetzt. So, ja. Der Monat ist auch schon wieder fast rum, ey. Sind nur noch 6 Tage, glaube ich. Und dann war es das schon wieder. Nee, 28 Tage, glaube ich. Also nur noch 5 Tage, glaube ich, dann. Ich will die Teppiche noch fertig kriegen. Ich hoffe mal, ich habe nachgekriegt und ich kann die Station aufwerten. Wir haben ein versünstig auf Daten gefunden, die du uns gestern gebracht hast. Wir müssen noch einiges durchsehen und wir senden die Ergebnisse innerhalb von 4 Tagen zu. Ugh. Wie viel Zeit habe ich denn noch für den Teppich? Mission, Handelsauftrag, der Teppich in 8 Tagen. Ich muss ja ein Upgrade haben hier. Wie konnte ich das denn upgraden? Ich konnte alles upgraden, aber das nicht, ne? Das konnte ich aber auch nicht upgraden jetzt hier. Das habe ich. Da habe ich eine neue Variante. Da müsste ich aber hier auch eine neue Variante kriegen, meine ich. Hoffe ich mal zumindest. Bin mir nicht sicher. Ich denke mal schon. Das haben wir ja geupgradet. Was fehlt denn hier alles noch? Hartholz 50, Eiseneimer 12 und Carbonstahl 15. Oh Mann, das wird noch eine ganze Weile dauern. Wie viel habe ich denn am Start? Warte mal. Handbuch. Carbonstahl habe ich 5. Eiseneimer kann ich noch basteln. 220. Hartholz habe ich. Das kann ich mir dann aus der Kiste holen. Warte mal. Ach, das andere sind Hartholz-Dielen. Ich bin auch ein Dömer. Okay, das heißt, das können wir doch schon mal reinkloppen. Okay. Das waren 50 Stück. Krass. Muss dahin. Okay, das läuft. Jetzt habe ich Hartholz-Dinge, aber da habe ich gerade nicht richtig gesehen. Was fehlt dir denn jetzt noch hier? Carbonstahl, ne? 15, ja. Eiseneimer brauche ich noch Eisen für. Wie viel brauche ich denn da? Eiseneimer kann ich 4 herstellen. Das ist jetzt nicht so viel. Ich habe keine Kupferrohre mehr und ich habe auch keinen Nix mehr. 9. Bestätigen. Machen wir alle Kupferrohre. Die Dinger kommen zu Relikte oder wo habe ich die her? Ja. Kommen da erstmal rein. Wie viel waren das nochmal? Wie viel brauchte ich von den Gondeln? 12. 12 Gondeln brauche ich. Oh Mann. Das kann ja heiter werden. Problem ist nur, Eisen habe ich nicht mehr am Start, ne? Benzin ist aufgebraucht. Oh Mann. Ich kann kein Holz mehr. Oh Mann. Das reicht wieder nicht. Das Holz ist echt einfach echt der Hammer. Holz ist echt Mangelware. Schmeißen wir die Kristalle erstmal hier rein. Hier, Holz ist echt Mangelware. Morgen. Morgen, Sam. Dann, fahre ich erst nochmal mit dem Taxi. Such plant, ja. Einmal abholen bitte, Dankeschön. Mach's gut. Ich hole nochmal Holz. Ich hoffe, ich kann hier noch Holz holen. Ist hier wieder was nachgewachsen? Ja, hier ist wieder was nachgewachsen. Sehr gut. Und das ist nachgewachsen. Ich brauche einfach Holz. Holz ist einfach der Hammer. Ich frage mich auch, wenn ich hier drauf trete und da was bei rumkommt und ich den Baum jetzt nochmal fälle, ob ich da noch mehr kriege. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ja, ich kriege tatsächlich doppelt was. Interessant. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich dagegen zu treten. Wieder was gelernt. Muss ich mir alles merken. Ich nehme erstmal alles auseinander hier. Alles, was ich kriegen kann. Müssen wir ganze Wälder hier abroden. Nur damit ich meine Industrie am Laufen halten kann hier. Ich müsste echt eigentlich mal so 1000 Holz sammeln oder sowas hier. Aber das wird auf Dauer dann auch ein bisschen öde, da habe ich dann auch immer keinen Bock drauf. Dann sammle ich wieder zwischendurch jetzt was. Und später dann nochmal. Kommt ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte. Das nehme ich natürlich mit. Weil kann ich noch ein paar Halsketten machen. Ich will auch mal ein bisschen was auf Reserve machen. Das muss ich mal gucken.
Denn wenn ich dann solche Aufträge habe, kann ich sofort erledigen und dann habe ich halt mehr Zeit für andere Dinge. Das ist auch nicht so schlecht. Mal gucken. Hatte ich ja schon überlegt, aber habe ich bisher noch nicht umgesetzt. Ich stehe noch nicht dicht genug dran jetzt. Treten und hauen. So, das Gute ist echt, dass hier alles wieder nachgewachsen ist, dass ich hier einmal so wupp, einmal durchgehen kann. Dann nehme ich das direkt wieder mit. Ich frage mich ja, ob es hier vielleicht so ein Wochenintervall ist oder so, dass es nach einer Woche ist, ist es wieder da. Auf wundersame Weise. Treten. Und hauen. Ist noch was bei rumgekommen? Nein. Okay. Egal. Das nehme ich noch alles mit. Das Gute ist, dass ich... Komme ich hier dran? Ja, es geht. Da kamen ganz viele Gummifrüchte runter. 4 Stück, wow. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Erfahrung dauert auch mal ein bisschen länger jetzt, ne? Weil ich ja schon so viel gemacht habe. Ich kann, glaube ich, auch bald in die nächste Ebene gehen. Von der Kläranlage. Dann bin ich da auch bald durch. So, wo kann ich denn jetzt noch Holz sammeln? Da habe ich alles weggeholt. Da hinten ist momentan noch kahl. Da geht nicht. Hier kann ich noch ein paar Büsche wegnehmen. Ich würde sagen, hier zum Start hin kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Dann nehme ich das noch mit. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen in Ruhe gelassen werde. Da hinten könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen was fällen. Muss ich mal gucken. Komme ich da dran? Ja. Okay. Kommen wir noch weiter hier? Nee, da komme ich nicht durch. Das ist blöd, dass hier so eine unsichtbare Wand ist, leider. Ich würde da ja gerne noch was sammeln, aber darf ich leider nicht. Darf ich leider nicht. Da steht noch Dick Danger dran, okay. So. Mann, ich stehe immer ein Stückchen zu weit hinten. Hier ist auch wieder nachgewachsen. Joa, sehr gut. Bringt zwar nicht so viel hier bei den Dingern. Aber man nimmt ja alles, was man kriegen kann, nicht wahr? So. Jetzt noch alles wegholzen wieder hier. Na, du hier kommst du bös. Wieder alles weg hier. Ach, die Schule hat angefangen? Ne, die Schule hat Feierabend jetzt, glaube ich, ne? Dann könnte ich ja nochmal zu Lucy gehen. Das wäre noch eine Idee. Wenn ich gerade eh hier bin, vielleicht hat die ja noch eine Aufgabe für mich. So. Honig habe ich ganz schön viel, muss ich sagen. Ich habe wieder ein Level geschafft. Level 25, krass. So, jetzt hau ich hier ab. Okay, dann auf zu Lucy. Mit einem Brett unterm Arm. Hier sind Kännchen, interessanterweise, okay. Da war Sam. Hi Polly. Hast du Feierabend? Ist Lucy nach hinten gegangen? Ah, Lucy macht gerade Pause jetzt hier. Hi Lucy. Undichtes Rohr. Das Wasserrohr bei der Schule ist undicht. Kannst du mal nachsehen und schauen, ob du etwas ausrichten kannst? Ich will nicht, dass meine Kinder auf dem Wasser ausrutschen. Gerne. Jetzt muss ich Hausmeister spielen. Haha. Ich habe ein bisschen Harz dabei. Kann ich da nicht Harz reinstopfen? Das ist aber wieder dicht. Öffnungszeiten? Wie? Ich muss in den Öffnungszeiten da sein? Das ist ja doof. Ich bin noch hier hausmeistertechnisch. Kann ich da nicht? Ach, nee, hier. Okay. Das Rohr reparieren. Nicht genug Material. Was brauche ich denn für das Rohr? Mission. Undichtes Rohr. Ich brauche alte Teile und Kupferdraht. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Dann laufe ich schnell nach Hause. Gut, kurz die Teile. Ich dachte, das wäre in der Schule. Hi, Scraps. Na? Mach's gut. So, ja, dann kriege ich das noch hin. Ist ja schnell gemacht, sozusagen. Wobei, es gießt natürlich auch ein bisschen die Blumen, ne? Aber ja, da hat sie schon recht. Wenn das die Schüler auf dem Weg nach Hause oder zur Schule hin dazu bringt, dass sie eventuell einen Unfall haben könnten, wäre das nicht so gut. Das muss dann sofort repariert werden. Das ist ja ein Sicherheitsrisiko.
So, ich brauche alte Teile. Die habe ich hier bei Relikten. Gib mir mal eins, ja. Und ein Kupferdraht. Den hatte ich, glaube ich, hier bei Herstellung drin. Da. Brauchte ich, glaube ich, auch einen. Okay, und wieder zurück. Geschwind wie der Wind. Das repariere ich noch schnell. Und dann ist die Schule wieder fit. Das finde ich cool. So kleine Mini-Aufgaben zwischendrin. Das ist ganz nett und ganz abwechslungsreich. Neben den normalen Aufträgen. Ich will diesen Handelsauftrag auf jeden Fall noch fertig kriegen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit diesen Teppichen. Ich hoffe, dass ich da auch alle Teile zusammenkriege. Das ist ja schon wichtig. Um 18 Uhr, ja, die machen auch um 18 Uhr zu, okay. Einmal das Rohr reparieren. Kommt sofort. Repariert. Ich weiß zwar nicht, wofür man dafür Draht braucht, aber okay. Wo ist Lucy? Da ist Lucy. Hey Lucy, habe ich erledigt. Vielen Dank, ausgezeichnet. Jetzt brauche ich mich nicht mehr darum sorgen, dass die Kinder ausrutschen können. Mach's gut. Ist ja schnell gemacht, wenn man gerade eh nichts machen kann, weil die Sachen da am Arbeiten sind. Geht das? Ich bin froh, dass die Maschinen automatisch arbeiten können. Das ist auch sehr angenehm, sich zu geben. Dass man da nicht extra noch Leute abstellen muss oder das wirklich selber machen muss. Das wäre dann ein bisschen sehr extrem. Das ist eigentlich genau die richtige Mischung, muss ich zugeben, bei MyTime at Porsche. Man kann hier alles Mögliche machen und bei den meisten Sachen kann man sich ja auch die Zeit super einteilen, wie man es gerne möchte halt. So, wie sieht denn das aus hier? Benzin ist aufgebraucht, ja, ich weiß. Ich hau auch gleich wieder was rein. Da geht sie hin. Meine, mein Holz. Metall auch. Aber ja. So. Hartholz dealen, alles mitnehmen. Die Fertigung ist abgeschlossen. Okay, dann kann ich das wieder wegsortieren. Ich habe so viel im Inventar schon wieder. Das ist echt gut, dass man sich das Inventar jetzt langsam voll kaufen kann, weil man braucht echt so viel. Ja, aber 15 braucht ich, ne? Kann ich hier gleich reinhauen, ne? Ja. Bäm. Carbonstahl ist auch weg. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen nur noch die Eimer. Okay, da fehlen mir noch... ich glaube, 5 habe ich. Also fehlen mir noch 7 Eimer. Ach du meine, da fehlt mir eine Menge Eisen dann, ne? 5 Eimer. Ja, Kupferrohr fehlt mir noch. Kupferrohr habe ich hier. Kann ich noch einen Eimer herstellen. Okay. Heißt, habe ich jetzt 6 Eimer. Ne, da nicht. Warte mal. Falsches Feld. Da muss ich hin. 6 Stück, genau. Fehlt mir noch die Hälfte. Das kann ich mal ein bisschen abladen gerade noch. Holz habe ich. Doch, noch ein bisschen. Okay. Das kann noch rein, das kann noch rein. Das da. Gummifrucht, Harz. Kristall. Metall nicht. Oh, hier ist noch ein Dingens. Wo habe ich den denn? Den Saphir. Steinabbau, Landwirtschaft. Wo habe ich denn Steine abgebaut? Ich habe doch gar keine Steine abgebaut. Warte mal, die kommen da nicht rein. Kokon kommt, glaube ich, hier rein. Ja. Wo habe ich das denn abgebaut? Ich habe das bei Dings abgebaut, glaube ich. Bei, was war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Könnte höchstens sein bei, das dauert noch ein bisschen. Gut, Carbonstahl kriege ich nochmal 10 zusammen, das heißt, das kann ich da fertig machen. Okay, das wird noch. Es wird. Was hatte ich denn jetzt noch alles, was ich noch machen muss? Musste ich jetzt noch irgendwas machen? Die Teppiche, da muss ich warten. Ich hoffe, ich kriege das hin. Hier werden noch 5 Skillpunkte. Ach du meine Güte. Wie viel muss ich hier vergeben? 3, glaube ich, ne? Was ist das hier? Angriffshaltung erhöht für jede Verringerung der Gesundheit um 1% den Schaden um 0,2. Verteidigungshaltung verringert für jede Verringerung der Gesundheit um 1% den erlittenen Schaden. Erholung. Erholungsrate des Durchhaltevermögens um 5% erhöht. Was haben wir hier? Beute. Chance auf doppelte Beute um 5%. Heiler beim Einsatz von Erholungsgegenständen ist der Effekt erhöht. Follow Victory. Präzisionsschlag erhöht den kritischen Schaden durch Fernkampfwaffen um 50%. Fataler Schlag erhöht den kritischen Schaden durch Nahkampfwaffen um 50%. Wow. Das schon ist ein Hardcore.
Hier würde ich auch noch gerne ein bisschen was machen. UST der Handelsgilde. Könnte ich das noch alles aufwerten? Muss ich mir nochmal überlegen. Das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß ja nicht, ob ich später nochmal umskillen kann. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Muss mal schauen. Ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal ins Bett, weil ich kann jetzt eh gerade nichts mehr machen. Oder kann ich noch was fertigen? Nee, kann ich nicht, ne? Bronzerohre. Wie viel Bronzerohre brauchte ich eigentlich nochmal für eine Haltestation? Das gucke ich mir gerade nochmal an. Dann könnte ich nämlich die letzte Töfte-Haltestelle vielleicht doch noch bei Gelegenheit machen. Dann hätte ich die nämlich alle fertig. Zwei Rohre, die habe ich, glaube ich. Genau, Platten brauche ich noch. Hartholz habe ich. Hartholzdielen habe ich. Das heißt, mir fehlen nur die vier Bronzeplatten. Kann ich die nicht herstellen hier? Kann ich. Dann stellen wir die alle her. Dann kann ich dann das letzte Töfter-Ding auch noch fertig machen. Dann habe ich das alles geschafft. Die Teppiche will ich noch schaffen. Das ist immer noch wichtig. So. Okay, ab ins Bett. Mit dem Rohr passt schon. Und wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.